Während dem Autogramme schreiben war er in Gedanken schon beim Sandbahn-WM-Finale am 15. September 2012 in Vechta. Als punktbester Deutscher war er ganz heiß auf den Vize-WM-Titel. Jawohl, moin moin Vechta, herzlich willkommen zum absoluten Highlight dieser Saison. Der Titelverteidiger Jonas Kylmäkorpi aus Finnland. Start Nummer 3, Stefan Katt. Nee, dat is er niet. Dat is onze eigen tweede. Gisteravond nog in Schotland. Speedway gefahren. Zweimal 20 heats. En jetzt wieder hier. Der Niederländer Theo Pieper. Den großen Einzeltitel gewonnen hat mit 43 Jahren. Immer noch einer der besten, schnellsten Allround-Fahrer. Start Nummer 5, Matthias Kröger. Holt er heute die Vize-Weltmeisterschaft? Die Nummer 6, Martin Smolinski. Ja, der Smolli will jetzt offenbar noch einen Startversuch machen, denn er hat gestern beim Training gesehen. Er ist in England, in Coventry, für aufhören. Gut, dass er es nicht gemacht hat. 37 Jahre jung und noch immer ein Weltklassefahrer auf der Langbahn. Die Nummer 7, Monsieur Stefan. Aus Frankreich, die Startnummer 7, Stefan Dressayeux. Aus den Niederlanden, die Nummer 8, Yannick de Jong. Die 11 aus Tschechien, Josef Franz. Seinen Freunden, die Bundesrepublik Deutschland, ein Fahrer des MSB, seit Jahren schon in der WM im Grand Prix dabei. Er war Teamweltmeister 2011, Teamweltmeister aktuell 2012, 33 Jahre aus Doren in Niedersachsen. Aber die 13, Jörg Teppe. Wie heute, fünfter Platz der Weltmeisterschaft. Zurzeit aktuell für die Nummer 13, Jörg Teppe. Ja, und als nächster Fahrer aus Großbritannien, die Startnummer 14, Glenn Phillips. Belegt ein absoluter Rookie und Ausnahmefahrer auf der Langbahn. Mit der Nummer 16, Cameron Woodward. Aus Australien, die Startnummer 16, Cameron Woodward. Wir freuen uns auf den Aki Pekka, der AP, so ist seine eigene Abkürzung. Nummer 18, die Nummer 18 ist der lokale Wildcard-Fahrer. Die 17, Aki Pekka Mustonen aus Finnland. 37 Jahre jung, aus Samsdorf, in der Nähe von Güstrow, aus Mecklenburg-Vorpommern. Teamweltmeister der Jahre 2007 und 2009. Die 18, Enrico Janoschka. Immer noch zu den allerbesten, Enrico Janoschka. Auf dem Starterfeld, Marcel Dax. Die 19, Marcel Dax. Zwei Bahnreservefahrer hier, die sogenannten Track Reserves. Und der Bahnreservefahrer mit der Nummer 20. Bahnpokalsieger des Jahres 2011, 19 Jahre jung. Die 20, Kayo Bühning. Die 21, Theo Di Palma. Aus der französischen Bahnsport Hofburg und startet natürlich für den MC Marmandes
Wir begrüßen mit der Nummer 22. Ebenfalls aus Frankreich die Nummer 22, Gabriel Dubernin. Aus Tschechien, 36 Jahre. Wir begrüßen Richard Wolf. Die 25, Richard Wolf aus Tschechien. Start zum ersten Lauf. Jonas Kühlmeier-Korpi ganz nah an der Bande. Kam am besten vom Start weg. Doch der Franzose Stefan Tressailleux stürzte und der Lauf wurde abgebrochen. Zum Glück blieb er unverletzt, wurde aber zum Wiederholungslauf nicht mehr zugelassen. Der Smolly bei den Vorbereitungen zum Neustart. Die Startaufstellung von innen nach außen. Die 25 Richard Wolf, Cameron Woodward, Martin Smolinski. Der Startplatz von Tressailleux ist leer. Dann Philipp Austin. Und dann außen der Titelverteidiger Jonas Kühlmeier-Korpi. Der Finne Kühlmeier-Korpi hatte erneut den besten Start. Hinter ihm kämpften Woodward und Smolinski um Platz 2. Doch Martin Smolinski kam an Woodward nicht vorbei und er musste sich mit dem dritten Platz zufrieden geben. Dritter Richard Wolf. Jetzt ist Smolinski abgestrahlt worden und hat viel. Da er am Vortag in England noch ein Speedway-Rennen fuhr, kam er zu spät zum Training, sodass er und sein Tuner Egon Müller erst während des Rennens das richtige Setup finden mussten. Laufsieger wurde Jonas Kühlmeier-Korpi vor Woodward und Smolinski. Der Tscheche Richard Wolf wurde Vierter. Auf Platz 5 kam Philipp Austin aus England. Im zweiten Lauf übernahm Josef Franz aus Tschechien im schwarz-weißen Helmüberzug die Führung. Theo Piper aus den Niederlanden und Aki Mustonen kämpften um den zweiten Platz. Josef Franz gewann überlegen vor Theo Piper und Aki Mustonen. Matthias Kröger wurde Vierter. Theo Di Palma aus Frankreich belegte den 5. Platz. Sechster und damit Letzter wurde Enrico Janoschka. Im dritten Lauf übernahm Jörg Teppe die Führung. Doch gewonnen hat der Engländer Glenn Phillips vor Jörg Teppe und Stefan Kapp. Noch war nichts entschieden.
Trotz seiner Probleme im ersten Lauf gab Molly seinen kleinen Fans Autogramme, was in dieser angespannten Situation kaum ein anderer Fahrer machen würde. Im Fahrerlager ging es hektisch zu. Hier Stefan Katt bei den Vorbereitungen zu seinem zweiten Rennen. Er kam mit 70 Punkten zu diesem Finale nach Vechta. Der Spitzenreiter mit 123 Punkten war der Finne Jonas Kühlmekorpi. Theo Piper aus Holland war mit 106 Punkten Zweiter. Auch Josef Franz aus Tschechien hatte 106 Zähler auf seinem Konto. Martin Smolinski war mit 102 Punkten bester Deutscher. Auf dem vierten Platz. Jörg Teppe war mit 92 Zählern Fünfter. Stefan Katt auf dem Weg zum Start. Leider stürzte er gleich in der ersten Kurve, sodass der Niederländer Yannick de Jong die Führung übernahm und als Sieger durchs Ziel fuhr. Zweiter wurde Enrico Janoschka. Stefan Trissajeux belegte Platz 3. Der Tscheche Richard Wolf wurde Vierter und auf den fünften Rang kam Aki Pekka Mustonen aus Finnland. Nach den ersten fünf Läufen war noch alles offen. Piper, Franz und Smolinski waren die drei Anwärter für den Vizetitel. Im sechsten Lauf kam der Smolly mit neu von Egon Müller eingestellter Maschine zum Start. Die Zuschauer sprangen von den Sitzen, als der Martin die Führung übernahm und vor seinen größten Konkurrenten Theo Piper, Jonas Kühlmekorpi und Josef Franz diesen Lauf gewann. Den fünften Platz belegte Glenn Phillips. Gabriel Dubernard stürzte. Gratulation von Theo Piper an Martin Smolinski. Martin Smolinski mit rotem Helm am Start zum neunten Lauf. Der Franzose Stefan Trissajeux kam am besten weg, gefolgt von Jeffrey Wortmann aus den Niederlanden und Martin Smolinski aus Deutschland, der kurz auf dem dritten Platz lag. Doch der Smolly kämpfte wie ein Löwe. Den Holländer schnappte er sich in der zweiten Runde. Doch der Franzose Trissajeux konnte sich gerade noch mit einer Radlänge Vorsprung ins Ziel retten. Im zwölften Lauf startete Martin Smolinski von ganz außen und setzte sich gleich an die Spitze des Feldes. Die Zuschauer waren begeistert. Unglaublich, was der Martin da zeigte. Nun hatte er Piper und Franz gesamtpunktemäßig eingeholt. Er gewann unangefochten vor seinem größten Widersacher Josef Franz diesen Lauf. Enrico Janoschka wurde Dritter und der Franzose Philipp Austin belegte Platz 4. Stefan Katt holte als Fünfter nur einen Punkt. Der Holländer Jeffrey Wortmann fiel aus.
ersten Halbfinale startete Martin Smolinski wieder von ganz außen und übernahm ausgangs der Startkurve gleich die Führung vor Cameron Woodward aus Australien und Matthias Kröger. Der Smolly gewann und kassierte 5 wichtige Punkte. Zweiter wurde Woodward. Dritter wurde Matthias Kröger vor dem Holländer Yannick de Jong. Fünfter wurde der Tscheche Richard Wolf. Das zweite Halbfinale gewann, wie erwartet, Jonas Kühlmeekorpi, der da schon als neuer Weltmeister feststand. Josef Franz wurde Zweiter, Theo Piper kam auf Platz 3, Glenn Phillips wurde Vierter und den fünften Platz belegte Stefan Dressayeux. Jörg Teppe wurde Letzter. Start zum großen Finale. Jonas Kühlmeekorpi kam als Zweiter von außen am besten weg. Dicht gefolgt von Martin Smolinski, der bis dahin 22 Punkte erkämpft hatte. Smolinskis gefährlichster Gegner Josef Franz hatte 20 Punkte auf seinem Konto. Also musste der Martin unbedingt den zweiten Platz bis ins Ziel halten, um eventuell noch Vize-Weltmeister werden zu können. Der Smolly fuhr, was das Zeug hielt, und wurde tatsächlich hinter Kühlmeekorpi Zweiter und somit auch Vize-Weltmeister des Jahres 2012. Cameron Woodward wurde Dritter und Theo Piper kam als Vierter durchs Ziel. Matthias Kröger landete auf Platz 5. Letzter wurde Josef Franz, der damit mit seinen 126 Punkten aber noch die Bronzemedaille gewinnen konnte. Der Smolly freute sich riesig über seinen Vize-WM-Titel. Und hier freut sich Kühlmeekorpi über den Tagessieg und den ADAC-Goldhelm. Smolinski und Woodward auf Platz 2 und 3. WM-Siegerehrung. Josef Franz auf Platz 3, Martin Smolinski holt den Vize-Weltmeistertitel. Und Jonas Kühlmeekorpi erneut Weltmeister. Zum dritten Mal hintereinander geht die Goldmedaille nach Finnland. Zum Abschluss das große Feuerwerk im Reiterwaldstadion. Es war ein tolles Langbahn-WM-Finale in Vechta 2012. Und nun die Meinung zum Renntag vom Vize-Weltmeister Martin Smolinski. Ich habe kein Training mehr gefahren gestern Abend, weil ich war gestern noch Abend in der englischen Liga für Birmingham unterwegs. Und ich wurde von ein paar Leuten auch mal wieder ein bisschen verrufen. Ich meine, entweder hassen sie mich oder lieben sie mich. Ich liebe es aber zu polarisieren und das tue ich damit. Es hat mir riesig, riesig Spaß gemacht. Ingrid Müller, mein Motor und Juna hat ein super geiles Aggregat heute hier gezaubert. Und ich hatte super geile Starts. Leider im Finale konnte ich Jonas nicht ganz Parole bieten.
Aber ich kann einfach sagen, wenn ich euch Leute hier alle sehe, sage ich mal, ich meine, das ist der Spielersport, das ist unsere Zukunft und das macht wirklich Spaß, solche Rennen zu fahren. Ihr wart ein super, super Publikum, ihr habt super schön mitgefiebert und ich hoffe, man sieht euch bald mal wieder. Einfach erstmal ein riesiges Dankeschön. Und ich meine, ich hoffe es, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, kommt nachher zu mir in die Box. Ich habe noch super coole Klamotten mit dabei, mit der 84 drauf, meiner Racing-Nummer. Schaut kurz vorbei, holt euch noch ein Autogramm von mir. Sieht diesen Motorsport an, als eine Sportart zum Anfassen. Wo könnt ihr schon die Fahrer hautnah erleben? Geht zu einer Formel-1-Veranstaltung, da kommt ihr keine Fahrer hin. Geht zu einer Fußballveranstaltung, da seht ihr keine Fußballspieler. Mich könnt ihr anlangen, mich könnt ihr sehen. Holt euch noch ein Autogramm von mir, das ist der Sport, das macht Spaß, so soll es sein. Ein Dankeschön und noch einen riesig schönen Tag. Ihr seid alle Spitze, ein super Publikum. Dankeschön. Ja, was für ein Schlusswort. Ich glaube, da gibt es nichts mehr dazu zu sagen. Meine Damen und Herren, Sie waren ein super Publikum. Ich freue mich, dass ich heute hier gewesen sein darf. Und ich hoffe, Ihnen hat es ein bisschen gefallen. Feiern Sie alle Bürger nicht hochkommen. Leute, unten bleiben. Was unten sind, wir kommen einfach. Was oben sind, wir kommen einfach. Wenn die jetzt weg sind, dann muss ich hinten. Ich habe hinten noch ganz viele. Da hat es keine Angst, haben noch genug dabei. Nur ich muss zur Pressekonferenz, weil sonst meckern sie. Ich will nicht. Na, ich habe hinten, kommt hinten zu mir in die Box. Ich habe noch genug mit dabei. Ich muss leider zur Pressekonferenz, sonst meckern sie. Dankeschön. Dankeschön. Geh mal hinter. Nicht nur ein treuer Fan, sondern auch Motorensponsor Herr Kipnick persönlich in Martins Box. Und Egon Müller verbaut die schnellen Aggregate. Dann wurde gefeiert.